Die Roundabout ist die zweite Traditionsregatta, die am vergangenen Wochenende stattfand und wie der Name schon sagt, um den Neusiedlersee führt. So sorgte man auch diesmal wieder für ein buntes Treiben am See. Falls Sie sich gefragt haben, ob Sie mal teilnehmen sollten: Ich bin der Meinung, dass also eigentlich jeder teilnehmen kann und auch Leute, die nur spazieren fahren hier und da, weil es geht ja nicht immer darum, um zu gewinnen. Und gerade bei Yardstick kann man auch mit gemütlichen Booten mitfahren. Das Yardstick-System erlaubt eine klassenspezifische Wertung bei einer Regatta. Ob gemütlich oder ehrgeizig, das Tempo wählt jeder selbst. Und dann ist ein Yardstick-Modus, das heißt, es ist schon relativ fair, wenn die Yardstick-Zahl passt. Der Wind ist ideal, sind heute wahnsinnig faire Bedingungen. Also ziemlich ein gleichmäßiger Wind. In der Früh ist es ein bisschen stärker, es wird über Mittag und am Nachmittag ein bisschen abflauen. Aber es ist trotzdem noch sehr fair. Und für unser Boot ist das eigentlich der ideale Wind. Wir fahren ca. bis 15 Knoten sehr gut. Einfach zum Spaßfahren natürlich, mit andererseits wollen wir ganz gut auch dabei sein. Also nur mitfahren und die Letzten wollen wir nicht werden. Ich darf heute den wichtigsten Menschen von so großen Events transportieren. Ich bin ein Motorbootfahrer. Wir kümmern uns um Bilder, Videos. Ich versuche da mein seglerisches Wissen einzubringen, damit wir alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer von ihrer Zuckerseite ins Bild bringen. Traumhafte Segelbedingungen machten auch diesmal einen pünktlichen Start der Regatta möglich. Die Bedingungen waren heute sehr ähnlich wie vergangenes Wochenende beim Blauen Band. Das heißt, wir hatten Nordwestwind mit beim Start, ich sage mal, 12 bis 15 Knoten. Das Spezifikum war, dass es ein Vorwindstart war. Das hat es spannend gemacht für uns. Ich war heute mit meiner Frau, der Sonja, unterwegs. Also ich bin beim ersten Mal dabei. Ja, ich finde das beeindruckend. Ich habe so viel im Seegang und finde es toll. Wie es der Name der Regatta sagt, Roundabout, Kreisverkehr. Es war taktisch ein wenig zu tun, einfach nur noch guten Bootspeed fahren. Und das haben wir gemacht und somit, glaube ich, wohlverdient als erstes Boot über die Ziellinie gegangen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und gratulieren herzlich. Wir sehen uns bei der nächsten Pannonia Sailing Week.